Was dem Deutschen seine Käsestulle ist, ist ja dem Amerikaner sein Mac and Cheese. Und das mache ich heute mit der kleinen Abwandlung, dass bei mir noch Blumenkohl reinkommt. Klingt ganz gut, ne? Und jetzt Cheese! So, für unser Mac and Cheese brauchen wir natürlich Macaroni. Natürlich die mit dem Loch, sonst sind es ja keine Macaroni. Und dafür setze ich mir jetzt Wasser auf. Ich nehme dafür jetzt den extra großen Topf, denn da müssen gleich nicht nur die Nudeln reinpassen, sondern auch noch der Blumenkohl. Und in der Zwischenzeit bereite ich mir schon mal den Blumenkohl vor. Da könnt ihr entweder einen sehr kleinen Blumenkohl ganz nehmen oder das ist jetzt hier so eine normale Größe, davon nehme ich jetzt nur so knapp die Hälfte. Den schneide ich mir jetzt in kleine Röschen. Als ich das erste Mal Mac and Cheese machen wollte, habe ich natürlich meinen Mann gefragt, der Amerikaner ist, ob es so ein Familienrezept gibt, was seit Generationen vielleicht weitergegeben wird, was ich unbedingt ausprobieren muss. Er sagte, ja, wir nehmen immer Mac and Cheese aus der Packung, ist total lecker. Ich mache mir da jetzt so mundgerechte Stücke draus. Als ich das zu Hause neulich gemacht habe, hat meine Tochter das natürlich sofort gemerkt. Was ist denn das Weiße da? Nudeln. Nee, da ist noch was anderes drin. Ja, bei mir nicht. Aber mein Mann fand es natürlich super lecker. Einmal abbrausen. Und das darf jetzt hier warten, bis es gleich losgeht. Das Nudelwasser salze ich jetzt noch eben. Und jetzt bereite ich mir schon mal diese himmlisch käsige, cremige Soße vor. Dafür brauche ich Milch und Sahne und natürlich Käse. Ich nehme jetzt heute einen Cheddar und einen Parmesan. Wer es ein bisschen würziger mag, kann natürlich auch einfach einen Bergkäse nehmen oder so ein Gruyère. Ihr könnt es auch mal mit einer Harzer Rolle probieren. Würde mich auch mal interessieren, wie das schmeckt. Wir nehmen jetzt 200 ml Milch. Ah ja. Außerdem 200 ml Sahne. Wie viel sind hier drin? 200. Hm. Der Rahmen, der da jetzt rauskommt, der macht das besonders cremig, was für unser Mac and Cheese perfekt ist. Die Nudeln können jetzt rein. Jetzt stelle ich mir einen Timer für 7 Minuten, denn dann kommt der Blumenkohl dazu. Jetzt reibe ich mir den Cheddar dazu. Man könnte jetzt meinen, dass das ganz schön viel Käse ist, aber das Gericht heißt ja auch Mac and Cheese und nicht Mac. Was ist besser als Käse? Noch mehr Käse. Das letzte Stück mache ich so händisch. Jetzt kommt der Riesenberg in diese kleine Schüssel. Und weil das natürlich noch nicht genug Käse ist, kommt jetzt noch der Parmesan dazu. Das ganze Stück. Wenn meine Schwiegermama uns Mac and Cheese aus der Packung mitbringt, dann bringt die uns immer so verschiedene Varianten mit. Da kann man nämlich wählen zwischen White Cheddar und dann gibt es so Mittelgelb und Dunkelgelb und American Cheese. Das ist quasi wie so ein Rainbow Variation of Mac and Cheese. So, jetzt kommt dieser fette Haufen da auch noch mit rein. Die Nudeln haben jetzt mittlerweile ihre 7 Minuten gekocht. Das heißt, der Blumenkohl kommt jetzt dazu. Jetzt rühre ich mir das noch um. So, Pfeffer, Salz. Mit dem Salz war ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ja der Käse schon relativ salzig ist. Der Blumenkohl hat jetzt noch 2 Minuten mitgekocht. Das heißt, ich kann jetzt das Wasser einmal abkippen. Jetzt kommt die Käse-Sahnesoße dazu und dann wird das Ganze nochmal aufgekocht. Und der Käse soll jetzt schmelzen, sodass alles zu einer schönen Masse wird. In der Zwischenzeit bereite ich jetzt das Topping vor. Dafür brauche ich Paniermehl, natürlich Knoblauch und frischen Rosmarin. Wir nehmen einfach eine bescheidene Knoblauchzehe. Das hier ist übrigens mein Lieblingsgericht der amerikanischen Fastfood-Küche. Hier rühre ich nochmal um. Der Käse ist jetzt komplett geschmolzen. Ich nehme jetzt Paniermehl, das sind 30 Gramm. Dann kommt die Knoblauchzehe dazu. Und weil grün immer gut aussieht und natürlich auch lecker schmeckt, gibt es jetzt noch ein bisschen Rosmarin dazu. Da nehme ich so viel, dass ich ungefähr einen Esslöffel habe. Bei so dem klassischen Auflauf macht man ja eigentlich immer Käse oben drauf, der dann schmilzt. Bei Mac and Cheese ist es eigentlich schon üblich, dass man oben so ein bisschen so eine krosse Kruste hat und das macht eben dieses Paniermehl. Als Auflaufform nehme ich heute diese schicke Pfanne. Bevor ich das jetzt da reinkippe, fette ich natürlich die Pfanne und Backofenvorheizen nicht vergessen. Und den Rest kippe ich jetzt. Jetzt mache ich mir das so ein bisschen flach, damit ich da gleich dieses Topping schön rüberrieseln kann, ohne dass ich so einen Berg da drauf habe. Das Topping da drüber. Jetzt kommt das Ganze in den Ofen und zwar für 20 Minuten und dann wird geschlemmt. Die Zeit ist um, ich hole jetzt Mac and Cheese aus dem Ofen. Meine Tochter macht immer so, die läuft immer so. Mama, guck mal.
Sieht das nicht hübsch aus? Mac and Cheese quasi Julia-Style. Und ihr habt gemerkt, so schwer war das gar nicht. Ich glaube, ihr könnt das auch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!